Na gut, wir wollen da rein. Vorher sollten wir allerdings noch schlafen. Das buffen, das buffen. Segen. Und schauen wir nochmal rein. Tempel von Bar mit fleischfressenden Pflanzen vor der Tür. Von hinter den Tempeltoren kann ein leiser Singsang gehört werden. Besucher scheinen hier nicht willkommen zu sein. Jupp. Oh, hier ist mir nicht so wohl. Ja, das kann ich nachvollziehen. Eine große Halle. Schild. Auf einem lapisfarbenen Schild steht, wie die Winde wehen, so wechseln die Jahreszeiten. Und nur am Ende aller können die Türe geöffnet werden. Welche Jahreszeit haben wir? Haben den 3. März. Ich denke nicht, dass die Türen sich öffnen werden. Oh, oder warte mal. Wie die Winde wehen. Norden, Süden, Osten, Westen? Können wir mit den Himmelsrichtungen zu tun haben. War hier gerade ein Feuerball? Ha. Irgendwas explodiert. Sehr unheimlich, dass es keine Gegner bisher hier sind. Statuen. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Also das war jetzt Norden. Gucken wir mal Osten. Wo kamen wir eigentlich rein, Karte? Wir kamen Westen rein. Hier war der Feuerball, hm? Jo. Sehr nette Begrüßung. Also Osten geht schon mal weiter. Und es scheinen auch irgendwelche Gegner näher zu sein. Sonst wären unsere Helden nicht so aufgebracht. Und da. Messdiener von Bar. Und sie sind definitiv aktiv. Warum wurden die vorher nicht angezeigt? Kaputt. Okay. Du heil bitte ganz schnell. Talana. Au, au, au. Jo. Also das Spiel hier mit dem Zaubern und Weglaufen. Das können nicht nur wir spielen. Das können die auch ganz schön gut. So, erstmal den... Hier war doch eben gerade noch ein Mesti, ne? Komm, wenigstens ein, zwei. So, einer. Lay, heil dich bitte selber. Wo kommst du näher? Priester von Bar. Oh. Lauf. Heilen dich. Abwarten. Der ist doch ein wenig garstiger hier als gedacht. Eventuell müssen wir doch lieber noch draußen ein wenig töten und plündern und Sachen kaufen. Weil ich sehe uns nicht wirklich auf den grünen Zweig kommen hier. Zumal sich die Leute immer wieder verstecken. Ja, weg ist er. Garstig. Okay, nicht vom Feuerball getroffen werden. Okay. Weg. So, Feuerball, raus hier. Aber ich habe was gesehen. Ja, Stufenanstieg für alle. Sehr gut. Das nehmen wir doch gleich mal wahr. Also, wie es jetzt ist, wird das nichts. Und wo wir gleich dabei sind, sollte sie noch einen Dolch bekommen? Und... Ah, Tränke haben wir ein paar. Könnten wir noch mehr gebrauchen. Raus. So, wir wollen schlafen. Wir haben noch genug Zeit. Wir wollen hier draußen ein wenig töten. Weil wir gerade in der Nähe sind. Und sobald wir keine Zauberpunkte mehr haben,
und nicht mehr schön nacheinander töten können, gehen wir zurück in die Stadt, machen unser Level up und gehen nochmal shoppen. So, Echsenmenschen. Kaputt. Sehr gut. So, hier ist der nächste Dungeon. Das werden dann wahrscheinlich die Räuber sein, von denen wir schon gehört hatten, die sich in die Südlande ausgebreitet haben. Piu, 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 piu. Gold, 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 Gold. Sehr schön. Eine Echse war hier noch. Da. Tot, 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 tot. Gucken wir mal ganz kurz rein. Draguna-Höhlen. Der wahre Name dieser Höhlen ist längst in Vergessenheit geraten. Heute nennt man sie nach den Banditen, die hier Hauptquartier aufgeschlagen haben. Nein. Hauptquartier, jetzt klingt ziemlich gut verteidigt. Was haben wir hier noch? Nach Neusorpigal. Nee, wir wollen nicht zurück. Jedenfalls nicht so schnell. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da oben ging es noch weiter. Also, die Echsenleiche kann auch mitziehen. Nee. Also hier haben wir erstmal aufgeräumt, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können später zum Tempel von Bar, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Und bis dahin tun wir uns da hinten aus. Da haben wir auch noch recht viele Bar-Anhänger gesehen. Anhänger von Bar? Was zur Hölle? Hallo. Hallo, Freund. Und sie macht eine komische Geste mit Daumen und Nase. Bar, das Ende der Welt ist nah. Eigentlich müsste ich jetzt erschlagen, oder? Sehr abstrus, dass sowas einfach frei rumlaufen darf. Und rumschreit, die Welt geht unter und wir werden dafür sorgen. Und keiner macht irgendwas. Weiß ja nicht. Oh, na gut. Lehrer haben wir schon. Wir können leider nur zwei NPCs mitnehmen. Gelehrter. Unbegrenztes Erkennen von Gegenständen und 5% auf Erfahrungspunkte. Was machst du? Ach, können wir nicht mal gucken. Das ist schade. Also ich glaube, Lehrer hat einfach nur 5% mehr Erfahrungspunkte gemacht. Braucht aber auch weniger Gold. So, Trainingshalle. Level 7, Level 7, Level 7. 6300. Ja. So, du könntest reparieren, Experte werden. Du solltest jetzt defensive Sachen doch trainieren. Da hatte ich ja letzte Woche gerade was anderes gesagt. Aber da wurden wir noch nicht so sehr verprügelt wie jetzt eben gerade. Das heißt, du bekommst Panzer. Oder du bekommst nochmal Panzer. Du, Luft, Wasser. Du solltest eigentlich den nächsten Blitzstrahl bekommen. Oh, du brauchst unbedingt Meditation. Ja. Und du kriegst jetzt Feuer auf 4, damit du Feuerexperte werden kannst. Meditation hast du schon auf 4. Du hast noch keine Meditation. 5 Punkte. Was bekommst du denn mal? Geist, hm? Ja. Und Bogen, na komm. Also, wir bräuchten einen Feuerexperten. War in Neusorpigal. Und wir brauchen Meditationsskill, den wir eventuell hier in einer der Schulen bekommen. 2 Mitgliedschaften hatten wir ja schon gekauft da hinten. Und wir gehen in die falsche. Aha. Meditation. Meditation. Glückstag, Fluch entfernen. Schutzengel. Schließt einen Pakt mit den höheren Mächten, um deine Charaktere auferstehen zu lassen und sie in den Tempel zurückkehren zu lassen, den sie vor ihrem Tod zuletzt besucht haben. Der Preis dieses Dienstes ist die Hälfte des Goldes. Okay, also man verliert nicht ganz so viel Gold, wenn man stirbt.
können wir uns trotzdem nicht leisten. Okay, was haben wir hier? Körpergilde. Bolzen haben wir. Reaktion. Gift heilen. Oh, sehr praktisch. Wunden heilen. Die Anzahl der geheilten Trefferpunkte entspricht 5 plus 2 pro Fähigkeitspunkt. Also in unserem Fall schon 13 Punkte. Kostet 810 Gold. Das müsste doch irgendwie zusammenzukommen sein, ha? Huh? Plus 10 auf alle Resistenzen. Nimm du mal das Ding hier. Kenn ich nicht. Du hast schon erkennen, Experte, und kannst es trotzdem nicht? Nee, komisch. Na gut, wir identifizieren es und verkaufen es dann. Siehst du etwas, das du magst? Erkennen. Allmachtskrone. Beschleunigte Erholung. Ja, nö. Verkaufen. Oh, das ist die falsche. Stopp, 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 stopp. Dahin, dahin. Aha. Sternenfeuer. Den behalten wir mal. Ich weiß nicht. Dahin. Ich weiß nicht. Aha. So, identifiziert. Weg. Oh. Identifiziert. 10 plus 6 Zauberpunkte. Gekauft. Weg. Den Bogen nochmal. Jo. So, guter Bogen. Aha. Weg. Weg. Ja, sehr schön. Du. Verkaufen. Das, das, das. Danke. Komm bald wieder. Klingst ja sehr motiviert. Die feinsten Rüstungen im Land. Verkaufen. Du, du. Wir haben jetzt schon mehr als genug Geld zusammen. Sehr gut. Weg, 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 weg. Zauber hier. Körper, die Magie der Heilung. Wunden heilen. Schutz vor Gift. Steigert die Resistenzen all deiner Charaktere gegen Gift. Ein Punkt Resistenz pro Fähigkeitspunkt. Das sind 4 Punkte. Nicht so wirklich viel, ha? Aber trotzdem. Falls man wieder gegen ganz viele Spinnen oder dergleichen kämpfen, wäre es schon praktisch. Also, wir haben eine neue Stufe, wir haben ein paar Punkte verteilt. Meditation. Und Luft. Genau, das heißt, wir können jetzt weiter Gegner suchen, Gegner töten, hoffentlich dann noch ein Level zusammenbekommen und so oder so eine Menge Gold und dann eventuell den Tempel von Baal angehen. So, wir kürzen mal ab, rutschen hier runter. Oh, da ist ein Schwert im Stein. Und ich sehe schon wieder Echsenmenschen da hinten. Hops. Das Schwert bewegt sich. Au! Oh. Das Schwert bewegt sich nicht und wir werden angeschossen. Okay. Hier müssen wir später hin. Hops. So, Bahnhänger, Ex-Menschen. Das ist unser Niveau. Oh, und wir sollten nachher auch nochmal ganz kurz nach Nulsopigal gehen, bevor wir in den Tempel gehen, um den Expertenrang für Talana zu kaufen. Und vielleicht doch mal ein bisschen segnen. Kommt mir so vor, als wenn nicht besonders viele Zauber durchgehen. So, und zwar zuerst die, die nicht gut schießen können. Okay. Schon besser. Später kriegen die eh alle Bogen auf mindestens Meisterrang. Also 7 oder 10 Punkte. Damit wir halt immer schön Schaden machen können, auch wenn Zauberpunkte alle sind. Was für eine Ansammlung an Leichen hier. Lalala.